Auch im vierten Spiel wird der Mut und die Leidenschaft der Wasserfreundinnen Spandau nicht belohnt. Gegen Plebiscito Padova aus Italien müssen sie sich mit 4:16 geschlagen geben. Das ist nun bereits die dritte Niederlage in Folge. Wir haben gekämpft bis zum Schluss und ich denke, das ist das Wichtigste. Doch leider erwischen die Italienerinnen in den blauen Kappen den besseren Start und ziehen schon in der ersten Halbzeit mit einem 7:0 auf davon. Trotz zahlreicher vergebener Chancen wird aber weiter um jeden Punkt gefightet und letztendlich bringen die Damen Deike, Salum, Fosseberg und Hartwig doch noch 4 Tore auf die Anzeige. Aber für den Sieg ist es da bereits zu spät. Wir schauen jetzt nach vorne und wir schauen auf morgen und unser Ziel ist morgen das Spiel zu gewinnen. Dann geht es gegen die Wasserballerinnen vom BVSC aus Ungarn, gleichzeitig aber auch um einen versöhnlichen Turnierabschluss.